Heute wird Eierlikör gebraut. Ich habe Eier. Ich schreibe euch das Rezept nachher unten rein. Eier, Puderzucker. Dann braucht man Kaffeesahne. So, jetzt ist mein Eierlikör, Kondensmilch und Schlagsahne habe ich ja zugegeben. Jetzt sieht er so schaumig aus. Und jetzt ist er im Wasserdampf für 10 Minuten. Und danach nehme ich das hier zur Seite und gieße prima Sprit auf. Wird alles wieder vermixt. Und dann zeige ich es euch. Schnaps ist noch nicht drin. Boah, süß wie Sau. Naja. Aber nachher kommt ja hier prima Sprit. Oha, meine Lieben. Da ist Bums hinter. So, eigentlich soll er jetzt fertig sein. Mal kosten. Oh, puh, da wird das Eis aber besoben. So, die Flaschen alle schon vorbereitet. Schmecken tut es wie Eierlikör. Mann, so viel Eier und dann ist ja noch nicht mal zweite Flasche. Also das, die Menge habe ich rausbekommen aus diesem Rezept. Ich mache noch ein Foto und dann könnt ihr euch das besser abschreiben.